Tara. Das ist das gälische Wort für Freund. Und der Name einer außergewöhnlichen Band. Wir sind eine der wenigen deutschen Irish Folk Bands, die das Ganze professionell betreiben und touren viel. Und wir sind eben auch viel im Ausland unterwegs und unter anderem halt oft auch in Amerika unterwegs. Insgesamt 6 Mal haben Kara schon die USA bereist. Doch auch in Europa ist die Band viel herumgekommen und hat sich einen Namen gemacht. Da ist es nicht verwunderlich, dass Kara gerne als Deutschlands beliebtester Exportartikel in Sachen Irish Folk bezeichnet werden. Ich bin die Gudrun und komme aus Stuttgart und spiele Geige und singe und Akkordeon spiele ich auch. Und ich heiße Jürgen, ich komme auch aus Stuttgart, spiele Gitarre. Mein Name ist Rolf, ich komme aus der Nähe von Hannover und ich spiele Boran. Gute Hälfte der Sachen, die wir spielen, sind traditionell. Das heißt, das sind Überlieferungen, die aus Irland oder aus Schottland stammen. Und dann gibt es ein paar Songs, die ich geschrieben habe. My name is Gina. I'm from the Orkney Islands in Scotland and I play fiddle, piano and I sing. I'm Ryan. I'm from Cork in Ireland. I play the Uilleann pipes, flute and I do a bit of talk. Genauso bunt wie die Besetzung und Instrumente sind auch die Einflüsse der Band. Well, I suppose there's loads of influences in the band, really. Like, as in, Jürgen wrote a tune that sounds very Eastern European, and then some of my influences would come from more contemporary Irish artists, but then Ralph's would be very traditional, and Gina's then is Scottish, so, like, there's a good mix of what we can do and what we bring.